Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite heute mit Seite 75. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass wir in dem Moment, wo wir das Blut von Jesus in Anspruch nehmen, Freiheit haben dürfen, frei sind von dem, was uns belastet und bedrückt. Und danke, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Das bitten wir. In seinem Namen. Amen. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 12. Die Ägypter haben gerade überall im Land ihre Erstgeburt verloren und das Volk Israel ist frei. Es wird regelrecht fortgejagt. In Vers 35 lesen wir, und die Kinder Israels handelten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Sie hatten viele, viele Jahre als Sklaven gearbeitet, ohne den angemessenen Lohn zu erhalten. Das hier war nur eine kleine Entschädigung, die mehr als gerecht war. Dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihr Begehren erfüllten und so beraubten sie Ägypten. So zogen die Kinder Israels aus von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann Fußvolk, ungerechnet die Frauen und Kinder. Gott hatte verheißen, dass der Same Abrams sein würde wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Und hier sehen wir ganz greifbar, wie nach Jahrhunderten diese Verheißung sich buchstäblich erfüllt hatte. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen und Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Viele Menschen haben offensichtlich gesehen, dass dieser Gott wirklich große Dinge tut und wollten diesem Volk beiwohnen und mit ihm gehen und ebenfalls Ägypten verlassen. Und sie machten aus dem Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, ungesäuerte Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten vertrieben worden waren und sich nicht aufhalten konnten. Und sie hatten sich sonst keine Wegzehrung zubereitet. Es war also auch ein Schritt des Glaubens, sofort zu gehen. Gott musste sich um sie kümmern. Die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre. Es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren. Ja, es geschah an eben diesem Tag. Da zog das ganze Heer des Herrn aus dem Land Ägypten. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Prophezeiung, die Gott dem Abraham in 1. Mose 15 gegeben hatte, die sich hier jetzt präzise erfüllt. Es ist eine Nacht. Die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll, weil er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Das ist diese Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll, für alle Kinder Israels, für ihre künftigen Geschlechter. Es war ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte Israels, in der Geschichte dieser Welt. Die Erlösung wurde für alle sichtbar und greifbar, deutlich erklärt. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremdling darf davon essen. Jeder um Geld erkaufte Knecht eines Mannes aber kann davon essen, sobald du ihn beschnitten hast. Die Teilnahme am Passa war zwingend an die Beschneidung gebunden und deswegen ist auch das Passerfest mit der ähm, Aufhebung der Notwendigkeit der Beschneidung im Neuen Testament auch keine Notwendigkeit für den Gläubigen mehr in dieser Form. Ein Bewohner ohne Bürgerrecht und ein Mietling darf nicht davon essen. In einem Haus soll man es essen. In einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Auch das eine prophetische Anspielung, eine typologische Anspielung auf Jesus, dem, das könnt ihr in den Evangelien nachlesen, kein Knochen zerbrochen worden ist, als er am Kreuz von Golgatha für dich und für mich starb. Die ganze Gemeinde Israels soll es feiern. Und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden, und dann erst darf er hinzutreten, um es zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes, denn kein Unbeschnittener darf davon essen. Ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt durch die Erlösung durch das Passa. Werden die Unterschiede zwischen dem Israeliten und dem Ausländer nivelliert sie. Alle können durch den Glauben, durch die Beschneidung ein Volk werden. Und alle Kinder Israels machten es genauso, wie es der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte. Genauso machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Herrscharen aus dem Land Ägypten. Immer und immer wieder wird das Volk Israel als eine Armee beschrieben. Und auch wir als die Gemeinde Gottes sind seine Armee. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Heilige mir alle Erstgeburt. Alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, von den Kindern Israels, vom Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Da sprach Mose zu dem Volk, Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Haus der Knechtschaft, das der Herr euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt hat. Darum sollt ihr nichts Gesäuertes essen. Heute seid ihr ausgezogen im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Hewiter und Jebusiter bringen wird, wie er es deinen Vätern geschworen hat, um dir ein Land zu geben, in dem Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst in diesem Monat bewahren. Sieben Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, und am siebten Tag ist ein Fest des Herrn. Man soll diese sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen, und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, und kein Sauerteig soll gesehen werden. In deinem ganzen Gebiet. Vielleicht habt ihr schon herausgefunden, dass der Sauerteig im Kontext dieses Passafestes ein Symbol für die Sünde ist. Wenn Gott uns befreit, möchte er auch die Sünde aus unserem Leben vertreiben und vertilgen. Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen: Es ist um des Willen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Gott wünscht sich, dass wir ein persönliches Zeugnis geben für das was Jesus an mir persönlich getan hat. Hat Jesus in deinem Leben gewirkt? Erzähl anderen davon und erinnere dich daran, immer und immer wieder, dass du es nicht vergisst. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir, dass du so großes von uns getan hast. Wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder daran erinnerst und dass du uns Gelegenheiten gibst, auch darüber zu sprechen und anderen zu erzählen, was für ein wunderbarer Gott du bist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.